Hallo liebe Fußballerinnen, hallo liebe Fußballer. Da wir momentan aufgrund der Umstände nicht auf dem Platz trainieren können, haben wir uns überlegt, dass wir für euch eine kleine Indoor-Training-Session zusammenstellen. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mit unserer Technik-Challenge. Wir starten mit einer Technikübung. Und zwar scheint es am Anfang ein bisschen kompliziert. Wir gehen dann auch auf die Details ein. Ich zeige jetzt nur mal, wo wir am Ende hinwollen. Und zwar starten wir mit Ziehen, Vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel. Ziehen, Vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel. Zieh die Armwende auf die andere Seite rüber. Sohlenwende, Fußwechsel, Ziehen, Vorlegen. Sohlenwende, Fußwechsel, Ziehen, Vorlegen, Zieh die Armwende und würden dann auf der Seite wieder ganz normal weiterlegen. Jetzt weiter loslegen. Jetzt wollen wir euch mal zeigen, welche einzelnen Tricks wir dabei haben. Und zwar, der erste Trick, den wir machen, nennt sich Ziehen, Vorlegen. Und hier ist es ganz wichtig, ich bin im Stand, der Gegner attackiert mich im Vollsprint, zum Beispiel im Pressing oder Gegenpressing, attackiert mich, ich warte, bis er kurz davor ist, den Ball wegzuspitzen, ziehe den Ball weg und lege ihn dann gegen seine Laufrichtung vor. Das ist der erste Trick. Danach machen wir eine Sohlenwende. Die Sohlenwende brauchen wir, wenn der Gegner hier von der Seite kommt und ich möchte schnell in die andere Richtung wechseln, dann mache ich einfach eine Sohlenwende rüber und könnte jetzt den Ball dorthin spielen. Das heißt, wir haben hier die ersten beiden Tricks, ziehen, vorlegen, Sohlenwende. Dann kommt der Fußwechsel, wieder dieselbe Situation, ich stehe so, der Gegner kommt von vorne, greift mich an. Jetzt stehe ich aber zum Beispiel auf meinem rechten Fuß, dann kann ich ziehen, vorlegen sozusagen nicht machen. Jetzt kommt der Gegner, will den Ball wieder kurz wegspringen, dann mache ich Fußwechsel, ziehe den Ball jetzt mit dem linken Fuß weg. Genau, und bei der Wende, ganz am Ende, also ich setze nochmal zusammen, wir haben ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel. Jetzt startet das wieder von vorne. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen. Und jetzt kommt die Zidane-Wende. Heißt, der Gegner attackiert mich von hinten, greift an, ist relativ nah dran. Ich ziehe ihm den Ball vor die Nase und ziehe dann mit ziehen, vorlegen weg. Und auf der Seite legen wir dann wieder los mit Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen. Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Zidane-Wende. Und dann sind wir wieder an derselben Stelle. Ganz schön anstrengend. Jetzt wollen wir das einmal machen, wirklich mit Vollgas. Und ihr versucht zu Hause das Ganze zwar technisch sauber, aber so schnell es geht umzusetzen. Ich mache es noch einmal so schnell ich kann, zwei Runden vor. Ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Zidane-Wende, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen. Und dann geht es wieder weiter. Und Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, Zidane-Wende. Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, hopp, hopp. Und die Zeit gilt es dann zu schlagen. Da könnt ihr ruhig Zeit drauf verwenden, um das hinzubekommen. So, jetzt atmen wir mal kurz durch, ist nämlich schon ganz anstrengend. Und jetzt wollen wir in dieser Übung, wollen wir die zweite Variante machen. Und zwar, anstatt ziehen, vorlegen, machen wir jetzt immer ziehen, zurück. Das heißt, ich stehe jetzt auf der anderen Seite des Balles und der Gegner attackiert mich von vorne. Das heißt, wieder dasselbe Prinzip wie vorher. Ich warte, bis er kurz davor ist, den Ball wegzuspitzen. Ziehe dann den Ball hinterm Standbein zurück und spiele ihn vor. Entscheidend ist da, dass wir wirklich dann, wir ziehen den Ball und springen nach vorne. Also ziehen und springen nach vorne. Ja? Okay, also ich zeige mal, worauf wir hinaus wollen. Die anderen Tricks bleiben gleich, sind nur in die andere Richtung dann sozusagen. Also, wir haben ziehen, zurück, Sohlenwende, Fußwechsel. Ziehen, zurück, Sohlenwende, Fußwechsel. Ziehen, zurück, dann kommt die Zidane-Wende auf die andere Seite rüber. Sohlenwende, ziehen, zurück, Fußwechsel. Sohlenwende, ziehen, zurück, Fußwechsel. Und kommen wieder auf die andere Seite rüber. Jetzt nur noch mal ein paar Details, die wichtig sind für die Übung. Sind beim Fußwechsel ist entscheidend, dass wir, Fußwechsel ist das hier, dass wir bei dem Fußwechsel nicht Zwischenschritte machen. Dass wir nicht hopp, tak, tak, tak und dann vorlegen, weil es Zeit kostet und natürlich nicht so dynamisch zum Spielen. Also müssen wir es auf einmal machen. Hopp, zack. Bei der Sohlenwende ist wichtig, dass wir den Ball mit der Sohle entgegen unserer Laufrichtung ziehen, mit dem Rücken nach hinten springen. Hopp. Genau, beim Ziehen zurück haben wir gesagt, nach vorne springen und wieder reinlegen. Bei der Zidane-Wende müssen wir schauen, dass wir ziehen den Ball dem Gegner sozusagen vor die Nase und gehen sofort mit dem anderen Fuß drauf
Und jetzt legen wir den Ball sofort vor, also ohne Unterbrechung. Das wäre ein Fehler, wenn man es praktisch so, so und dann Schritte machen würde. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen alles so schnell und so dynamisch machen, wie nur möglich. Ich mache es noch einmal vor die Übung, einmal langsam und dann zwei Runden schnell. Also wir machen, ziehen zurück, Sohlenwende, Fußwechsel in die Lücke, ziehen zurück, Sohlenwende, Fußwechsel in die Lücke, ziehen zurück, zieh dann wieder auf die andere Seite, Sohlenwende, ziehen zurück, Fußwechsel, Sohlenwende, ziehen zurück in die Lücke, Fußwechsel, zieh dann wieder auf die andere Seite. So, wie ihr merkt, da kommt man schon ganz schön aus der Puste. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen schneller machen. Jetzt machen wir so schnell wie wir können. Konzentrieren und Vollgas geben. Ah! Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Nochmal. Wir starten nochmal von vorne. Und ziehen zurück. Ziehen zurück, so und Ende, Fuß, ich sag, ziehen zurück, zieh da hin, so und Ende, ziehen zurück, Fuß, wechseln, so und Ende, ziehen zurück, Fuß, wechseln, und nur auf die andere Seite, so und Ende, ziehen zurück, Fuß, wechseln, so und Ende, ziehen zurück, Fuß, wechseln, so und Ende. War schön anstrengend. Aber verbessert unglaublich die Technik und wie ihr seht, auch die Kondition dabei. Und vor allem das Entscheidende bei so Standtricks, wo man viel mit der Sohle macht, man lernt den Schwerpunkt zu kontrollieren. Okay, gut. Dann wechseln wir nochmal auf die andere Seite rüber. Jetzt kommt die nächste Variante. Und immer wirklich am Anfang schauen, dass wir es sauber hinbekommen, so wie es hier im Bild ist. Und dann erst versuchen, schneller zu werden, ohne dabei wirklich die Qualität der Technik zu verlieren. Und jetzt passen wir noch einen anderen Trick mit rein, und zwar ist es die Schussfinte. Und zwar, wir legen den Ball vor, Gegner kommt, kann von vorne, also so schrägseitig kommen, oder von hinten, laufen dann, täuschen zum Beispiel eine Flanke an und spielen den Ball mit der Schussfinte dann hinter den Beinen zurück. Ich zeige es nochmal, was wichtig ist dabei, Standbein mit links abspringen, hinspringen zum Ball, hinter dem Ball durchspielen und mit beiden Füßen landen. Ja, also auf keinen Fall irgendwie so reingehen, sondern wir sagen immer reinspringen. Es kann sein, dass man ein bisschen länger braucht zu üben. Also mit links abspringen, Ball treffen, beide Füße landen. Und dann packen wir das in die erste Variante rein, ohne dabei die anderen Tricks zu verlieren. Bleiben gleich. Also machen. Ziehen vorlegen, Schuss finden, Fuß wechseln. Ziehen vorlegen, Schuss finden, Fuß wechseln. Ziehen vorlegen, dann kommt die Sidan-Wende, die Schuss. Finte, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Schuss, Finte, Fußwechsel, ziehen, vorlegen und zurück auf die andere Seite. Ziehen, vorlegen, habe ich in der ersten Übung nicht so gut vorgemacht, nicht gezeigt. Da ist wichtig, dass wir darauf achten. Wir ziehen den Ball mit dem rechten Fuß und springen gleichzeitig mit dem Standbein oben, damit wir besser in Fahrtrichtung dann laufen können. Also ziehen, vorlegen. Bei der Schussfinte müssen wir schauen, dass die Schussfinte ein bisschen länger ist. Wenn sie zu kurz ist, haben wir keinen Platz zu ziehen, Fußwechsel. Also länger machen die Schussfinte. Ich mache jetzt mal zwei Runden vor, so gut und so schnell ich kann. Und ihr versucht auch ans Maximum ranzukommen. Also, ziehen vorlegen, Schussfinte, Fußwechsel. Ziehen vorlegen, Schussfinte, Fußwechsel. Ziehen vorlegen, ziehen dann Ende, Schussfinte, Fußwechsel. Ziehen vorlegen, Schussfinte, Fußwechsel. Ziehen vorlegen, andere Seite. Komm, komm, Schussfinte, Fußwechsel. Ziehen vorlegen. Schuss hinten, Fußwechsel. Und geschafft. Also ihr seht schon, durch die Anstrengung lässt die Technik auch ein bisschen nach, sodass man immer kleine Fehler einbaut. Da ist eben die Kunst, trotz hoher Frequenz, das eben trotzdem hinzubekommen. Okay, gut. Wenn wir das gemacht haben, wollte mir kurz was zu trinken. Und dann legen wir auf die andere Seite los. Okay, Trinkpause ist vorbei. Jetzt zeige ich euch die letzte Variante. Und zwar gehen wir wieder auf die andere Seite rüber und machen wieder ziehen zurück und diesmal mit der Schussfinte dann auf der linken Seite. Heißt, ziehen zurück lang,
Schulterhintergang, Fuß fest, ziehen zurück. Schulterhintergang, Fuß fest, ziehen zurück. Sieh da an. Wende, Schuss hinter, ziehen zurück, Fuß wechseln, Schuss hinter, ziehen, hoppala, ziehen zurück, Fuß wechseln und sie dann wende rüber, Schuss hinter, ziehen zurück, Fuß wechseln, Schuss hinter, ziehen zurück, Fuß wechseln, sie dann wende, Schuss hinter, ziehen zurück, Fuß wechseln, Schuss hinter, ziehen zurück, Fuß wechseln und wieder zurück. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch WhatsApp-Gruppen mit euren Kumpels erstellen und könnt versuchen, euch gegenseitig zu battlen, zu schauen, wer ist in allen vier Varianten der Schnellere. Und jetzt viel Spaß beim Üben.